Liebe Freunde, wie ergeht es euch heute an diesem wunderbaren Tag? Ich bin natürlich euer I only love all Asian ladies. Love Giant! Willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy, Spyro Year of the Dragon, die letzte Session leider von Spyro Year of the Dragon. Laut Title Screen haben wir, kann man hier leider nicht sehen, aber haben wir das Game zu... Haben wir das Game zu 94% mittlerweile abgeschlossen. Das heißt, 6% fehlen uns noch zu 100% und wie ihr in den Videotiteln natürlich schon entnehmen konnte, das Maximum, was man hier holen kann, sind 117%. Das heißt, ein bisschen was an Prozent fehlt uns noch. Klingt aber ein bisschen viel, wenn man bedenkt, dass wir nur in Anführungsstrichen 94% haben, wobei wir schon alles gemacht haben, bis auf die Sparks-Level und ein Bonus-Level, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Amy hat mir einen Ort namens Seesternriff gezeigt. Sie sagt, da ist ein Ei versteckt. Sparks sollte das mal überprüfen. Oh, machen wir natürlich. So, wir wechseln wieder auf Tastatur und Maus, weil das meiner Meinung nach zumindest am besten funktioniert. Gerade auch das Strafen. Oh, und wir erkennen die Musik direkt die... Doch ja, das war die Startmusik von Spyro 2. Sehr schön. Und natürlich haben wir jetzt hier einiges an Patrick Stars, die es hier zu legen gilt. Was haben wir hier denn für ein gutes Teil? Ah ja, gut. Etwas sogar vorher gebrauchen können, naja. Müssen wir denn in die Steuerung reinkommen? Ah, wird schon. Ah, das ist noch ein spezieller, aber ich bin gerade mit der Power, die wir gerade haben, eigentlich ganz zufrieden. Deswegen behalte ich die erstmal. Die werden wahrscheinlich, genau, die splitten sich in mehrere Einzelteile. Haben wir schon gedacht. Und wir kriegen einfach so Zugang zu allem anscheinend. Diesmal brauchen wir keine Schlüssel oder so. Aber sehr geile Spawns. Definitiv heilen die uns eigentlich? Ich weiß gar nicht, gerade gar nicht mehr genau. Komm her, komm her, komm her. Ah, okay, das war sogar ein Heal. Never mind. Ah, das ist auf jeden Fall ein Special. Das sieht man ihm auf jeden Fall schon an. Oh. Ich baue, na, okay, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss die Area erst clearen und kann dann wieder zurück, so wie es aussieht. Aber ich brauche wieder eine Special Ability. Momentan haben wir gar keine. Und eine zu haben ist auf jeden Fall besser als keine zu haben, natürlich. Zumindest laut meinen Memoiren. Das war dann nur ein Heal. Den Boss müssten wir eigentlich auch gleich haben. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis wir den Kollegen sehen. Ich glaube übrigens, das wäre gerade gar nicht mal so verkehrt, weil das ziemlich verwinkelt ist alles. Wir können uns nämlich hier auch eine Karte einblenden lassen. Müssen wir auch nur saven dann. Die Karte ist ein. So. Mal nachschauen. Karte ein. Normalerweise müsste die hier links unten angezeigt werden, aber na gut, okay. Kriegen wir halt doch keine Karte. Normalerweise funktioniert das. Keine Ahnung, was da gerade jetzt das Problem ist. Vielleicht geht es in den Sparks-Leveln gar nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Oh, wir haben hier so komische Seeminen anscheinend, die wir bisher noch nicht gesehen haben in den Sparks-Leveln zuvor. Okay, dann haben wir hier oben noch irgendwas zu clearen wahrscheinlich, ne? Okay, wir werden schon ein bisschen in eine bestimmte Richtung immer gelotst. Ah ja, mein Lieblings-Power-Up wieder. Sehr geile Streuung damit. Vielleicht auch wieder ein bisschen Heal. Bam. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir auch Zugang hierzu. Oder auch nicht. Ah, okay. Ah, müsste der... Ah, ich dachte schon, wäre der Boss. Ist aber noch nicht. Ah, kommt mir zumindest ein bisschen länger vor als die ganzen anderen Level bisher. Soll mir aber auch recht sein, weil wir noch ein paar Sachen, die wir noch nicht erforscht haben, hinter uns, glaube ich. Wir sind jetzt ein bisschen vorgerusht. Genau, treffen wir auf jeden Fall auch von Vorteil. Na, damit. Sich treffen lassen wiederum nicht so unbedingt. Ich glaube, übrigens, Sparks kann auch mehr als 4 Hits einstecken. Ist gerade ein bisschen schwer zu sagen von der Energieleiste her, aber ich denke mal, vielleicht genau 4. Das würde zumindest Sinn machen. Ah, dammit. Der schön hier Damage gefressen, der Giant. Aber mehr als sonst, ne? Sehr gut.
alles klar. Was haben wir ja eigentlich? Wir haben hier 200 Edelsteine und natürlich, wie wir das gewohnt sind, nur ein Ei. Aber ja, anscheinend sind es genau 4 Hits oder 3 Hits. Denn, ne, mit dem vierten ist Sparks ja eigentlich schon weg vom Screen. Okay, mein Tipp für die Bosse. Hebt euch den Superschuss auf. Die Kollegen haben keine Invincibility Frame, den haben wir einfach gerade einfach mal die Hitpoint-Leiste zerberstet. Sparks for new Risk of Rain 2-Character. Das war ja richtig bärstig. Meine Herren, habt ihr das gesehen? Das war einfach... Und weg war die HP-Leiste. Sehr schön. Okay, wir können jetzt hier anscheinend einmal im Kreis gehen, damit wir nicht den ganzen Weg backtracken müssen. Das ist natürlich praktisch. Weil es ja doch ein paar Passagen gibt, die wir jetzt, wie angesprochen, eben mehr oder weniger ungewollt übersprungen haben. Aber es gibt noch 11 Edelsteine insgesamt. Ja, schon mal ein guter Weg. Es sind schon mal 6. Das heißt, 6 weitere sind noch übrig. Nehmen wir uns mal den hier mit. Komm schon, komm schon. Jawohl. Weiß nicht, wie gut die jetzt reingehauen hätten. Aber das gerade eben, das hat es auf jeden Fall bestätigt, was meine... Achso, stimmt, wir können ja auch spinden. Hat auf jeden Fall bestätigt, was hier mein Lieblings-Power-Up ist in den Sparks-Leveln. Eindeutig. Vor allem gegen Vor allem gegen Bosse. Man muss halt nur wissen, wo die Bosse sind. Muss ich einen von diesen Schmetterlingen aufheben. Die spawnen ja am Anfang, glaube ich, immer mit demselben. Genau mit diesem Streu-Schuss. Den am besten aufheben bis zum Boss und... Dann ist der auf jeden Fall easy. Was sind denn die letzten beiden? Wahrscheinlich sind es nur noch 2. Nehme ich zumindest mal stark an. Und wie angesprochen haben wir ja leider unseren Edelsteinradar nicht. Was das Ganze dann ein bisschen zu einer kleinen Absuche macht. Aber deswegen sind die Level auch ein bisschen linearer gehalten, damit man eben... die doch relativ schnell findet und es dich in einem Collectathon irgendwie ausartet und man absolut gar nichts findet. Ah, perfekt. Aber doch nur noch ein Fünfer. Okay. 100% des Levels abgeschlossen, alle Edelsteine und natürlich, wie sich das gehört, alle Eier. Eins an der Zahl. Und wir haben jetzt noch ein Sparks-Level vor uns. Als ich den Stachelrochen sah, dachte ich, du wärst erledigt, Sparks. Aber du hast es ihm gezeigt. Und jetzt hat dich die Magie aus dem Ei noch stärker gemacht, sodass du einen weiteren Schlag für Spyro einstecken kannst. Oh, nice. Okay, wir sehen es auch gerade jetzt hier. Es gibt keine Karte für Sparks Level. Das ist interessant, okay. Aber die können wir ausschalten, die brauchen wir nicht. Okay, also einen weiteren Schlag, den Spyro jetzt aushalten kann, das werden wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Obwohl, wir sind ja auch im Sparks-Level. Vor allem, wie das dann von der Farbe her reguliert wird, wäre interessant zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es im Original gebuggt war. Das könnte gut sein. Spikes Arena, Wüstenpalastgrube? Achso, ja, genau, weil wir ja gerade in... Ja, ja, ist klar. Weil wir gerade in Abendsee sind. Genau, Mitternachtsberg. Da haben wir dann das letzte Bubba Sparks Level. 14.800, das heißt 14.900. 21.000 haben wir insgesamt im Game. Das heißt, 2.000 Edelsteine gibt es dann im Bonus-Level anscheinend. Schauen wir mal. Und warum das hier übrigens geaddet wurde, weiß ich immer noch nicht ganz. Twirling in the Rocket. Übrigens können wir, was ich rausgefunden habe, so wie ich das jetzt mittlerweile verstanden habe, ist, wir können dieses Sparks-Level, also nehmen wir jetzt an, wir sind, wir haben jetzt gerade die erste Overworld geschafft und sind jetzt in Gartenstadtwelt. Wir können direkt wieder zurück in nach Bad Sonnenaufgang gehen und können dann das Sparks-Level machen. Das heißt, sobald wir den Bass besiegt haben, können wir in Bad Sonnenaufgang die Sparks-Mission machen. Sobald wir Spike besiegt haben, können wir das Sparks-Level in Gartenstadtwelt machen. Ich glaube, so ist das Ganze strukturiert. Glaube ich. Okay. Das ist das Prinzip. Der Kollege hat mich hier angefaucht. Hier ist noch irgendwo einer, genau. Oder was? Vielleicht warst du das auch. Ist mir auch recht. Direkt noch. Das wär noch ein geiles Upgrade jetzt. Als letztes Upgrade, dass wir keine 10 von den Crittern abfackeln müssen, sondern nur noch 5 zum Beispiel.
Wäre eine coole Sache. So, wo war jetzt hier das Sparks-Level? Das ist natürlich die interessante Frage jetzt. Da war das Ei. Ah ja, hier oben, genau. Do it! Genau. Do it. Upp. Bevor noch auf dumme Gedanken kommt hier. Kurz bevor du der Zauberin in ihren hässlichen Riesenhintern getreten hast, hat sie eine Fabrik für Roboterkäfer gebaut. Sie sollen gegen Sparks kämpfen, aber sie haben wohl keine Chance. Natürlich. Also wie Wie ist es? Nee, es ist nicht Robotika. Ist es Roboterfarben oder irgendwie sowas in Spyro 2? Auch in der letzten Overworld? Robotika-Farben, glaube ich, war es, ne? Kann gut sein. Das erinnert mich an Nuclear Throne übrigens. Diese Laborsegmente. Oh, oh, und Key, okay. Ah, gotcha, also so ein bisschen wie ein Eierdieb, mehr oder weniger. Aber ich kann... Ich kann nicht sprinten und... Okay, Double Back. Ja, Dead by Daylight Style. Aber ich kann nicht sprinten und schießen zugleich, was ein bisschen von Nachteil ist. Und die Traveling Time von diesen Projektilen ist zu gering. Moment. Oh. Nervbacke. Got him. Yes. The Master. So ist mein Lieblings... Mein Lieblings-Upgrade. Das brauche ich definitiv bald. Sehr schön. Ah, okay. Der spawnt die Dinger. Alles klar. Macht aber wahrscheinlich auch ganz gut Damage. Ja, dem... Die Sparks. Okay, der hat einen Wutcaller. Ja, kein Problem für uns. Hier haben wir wieder einen Spawner, genau. Ey, Spawner. Oh, Shield, nice. Schauen wir mal, dass wir da direkt das Maximum rausholen. Ja, ja. Ah, das ist geil. Das ist ja richtig nice. Okay. Haben wir jetzt alle? Nope. Okay. Ah, hier haben wir noch welche, alles klar. Das sind so die, mit denen wir am meisten Sorgenfalten irgendwie bereiten. Die ihr gerade... Das war Suicide. Die ihr gerade eben gesehen habt, weil die irgendwie so komplett spastisch sich rumbewegen. Man kann da überhaupt gar nicht sehen, was jetzt der nächste Move von denen sein soll. Aber warum der Typ jetzt gerade mit seinem Schlüssel direkt in mich gedüst ist, das ist ein bisschen komisch, aber ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Mal ganz abgesehen. Soll mir recht sein. So, das heben wir uns auf bis zum Boss. Das ist mir vollkommen egal, was wir noch aufsammeln, aber das ist mittlerweile, das ist überstrat. Wieder so einer. Merkwürdig durchaus, ja. Sweet. Wir brauchen nicht mal den vollen Charge, das ist ja das Gute. Das heißt, wir können diesen Spezialschuss auch ruhig vorher einsetzen, weil wir niemals die 300 für den Boss brauchen. Ich habe nur, glaube ich, eine Sekunde lang die Taste gedrückt gehalten auf den Gegner und er war down. Also vielleicht Maximum 100 oder so. Ich glaube, das reicht schon. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass wir ja überhaupt keinen Damage nehmen. Was? Haben wir einen Key hier? Ah, geht noch weiter. Oh, okay. Ja, genau, die Kollegen meine ich, die sind bisher die schlimmsten. Aber man kann bei denen absolut nicht absehen, wo sie jetzt als nächstes hingehen oder wie sie sich genau bewegen, weil es sich so ein bisschen abtimen auf einen. Ein bisschen verwunderlich, dass wir überhaupt null Damage genommen haben gegen die gerade. Oh, das waren schon alle Edelsteine. 15.000! Edelsteine haben wir jetzt übrigens. In-game. Oh yeah, big boy.
Ring, please. Okay, hat nicht ganz gereicht diesmal. Ach wehe, das ist wieder so eine Feuerwerksfabrik. Scheiße, aber sieht nicht so aus, dass sie sich regenerieren. Immerhin. Immerhin. Eins oder Mission reicht, werden sie sich gesagt haben. Oh, alright. Sehr schön. Annabelle, Debugging, Achievement, Unliggity Locked. Debugging. Wunderbar. Und ein bisschen fancy Zuschauer haben wir auch noch gehabt. So, mal gucken, ob wir jetzt eine Cutscene oder so vielleicht dadurch triggern, dass wir jetzt alles gesammelt haben. Könnte gut sein. Denk dran, Sparks kann Schatzkisten aufbrechen und das Handbuch benutzen, um dich in beliebige Level zu warpen. Oh, das ist natürlich richtig gut. Das heißt, wir können jetzt einfach ein Level auswählen und müssen nicht mehr zu den Portalen hingehen, sondern können das einfach auch vom Handbuch raus auswählen. Okay. Wie sagen die jungen Leute so schön? I fucks with it. Und hier haben wir jetzt das die super Bonusrunde. Und okay, wir können doch noch natürlich die Fähigkeiten von Sparks ausprobieren, nämlich genau in eben diesem Level. Ah, okay, Moment. Gibt's hier irgendwas, was einen Damage macht? Nee. Aber vielleicht sehen wir das gleich in dem Level. Moment. Wir gehen einfach mal... Obwohl, nee, wir gehen in Dinominen, genau. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon gesehen, wie man das übrigens sehen kann. Also ich glaube, Sparks ist jetzt zweimal gelb quasi. Sie leuchtet. Wenn wir einmal getroffen werden, wird sie normal gelb. Dann wird sie blau, dann wird sie grün, dann ist sie weg. Und dann können wir nochmal... Und dann, wenn wir dann nochmal getroffen werden, sind wir down. Schauen wir mal, ob meine Theorie stimmt. Ja, genau. Jetzt ist dieser gelbe Glanz um Sparks ist jetzt mittlerweile weg. Und wenn ich jetzt hier einen Critter fresse, schauen wir mal. Ja, man sieht es auf jeden Fall. Ist ein bisschen subtil, aber man sieht es definitiv. Alles klar. Gut, dann geht es für uns jetzt in die Super-Bonus-Runde. In das Bonus-Level, das man eben freispielt, sobald man in jedem Level komplett alles gefunden hat, alles komplettiert hat, inklusive logischerweise die Overworlds. Oh, nochmal ein Bonus-Level. Ein extra Guy, ein extra Spyro. Mal alle Echsen mitnehmen hier. Bevor die auf die Idee kommen und noch hinter meinem Rücken irgendwie hier mich voll Echsen. Und die schlimmste Echsenpest ist sowieso hier unten. Yes! Auch nochmal ein extra Leben. Gerne. So, die super Bonusrunde. Schauen wir mal rein, was da letzten Endes auf uns wartet. Das letzte Level in Spyro. Genießen wir es. Alle gemeinsam. Ob es besser ist als in Spyro 2, das Bonuslevel, werden wir sehen.